es ist jetzt Ende August. Wir sind zurück von Mexiko und jetzt ist es plötzlich da genauso warm wie dort. Aber es ist trotzdem die Zeit, wo wir im Garten ein wenig was tun. Und darum gibt es heute einen Tipp über die Bepflanzung vom Hochbeet in August, also für eine Herbstbepflanzung. Wir haben ja schon viele Videos über Hochbeete gemacht, wie man es baut, wie man es in Folien bepflanzt, wie man es düngt, wie man den Aufbau macht. Das ist jetzt einfach ein Tipp, was kann man im August noch pflanzen und was man im selben Jahr noch ernten kann, damit man einfach im Herbst und im Spätherbst bis im Dezember rein noch Sachen ernten kann. Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen bepflanzt. Das ist quasi, was noch super geht, ist ein Kopfsalat. Haben wir jetzt Ende August bis Mitte September gepflanzt. Der geht sich noch locker aus, er braucht 6 Wochen, sprich Ende Oktober oder Mitte Ding ist er fertig. Dann haben wir noch gepflanzt in Kohlrabi. Der wird auch schon schön, man sieht, da kriegt er schon Knollen. Der geht sich auch noch locker aus. Man kann auch stehen lassen bis zu den ersten Nachfrost, der hält minus 10 Grad locker aus. Was dann natürlich nicht fehlen darf, ist der Zuckerhut und der Endive, den haben wir auch da reingesetzt. Was wir noch gesetzt haben, da sind ein paar Radieschen. Da haben wir die Sorte der Riesen von Aspern genommen. Was man dann nur machen kann, was sehr toll ist, dann einfach zum Beispiel der Feldsalat. Den kann man bis in Oktober rein streuen. Einfach flechten, was man frei hat im Hochbeet. Den streut man rein, der geht noch wunderbar auf. Und man hat dann bald im Frühling zum Beispiel den ersten Salat zum Ernten. Was dann auch nur super ist, wenn man Spinat mag, dass man einfach flächig Spinat ausstreut. Spinat hat den Vorteil, dass er als Dünger hernimmt, als Gründüngung hernommen wird. Also man gibt ihn rein, er geht auf, der Boden ist bedeckt und man hat eine herrliche Gründüngung und natürlich auch Spinat. Was wir da nur reinsetzen, ist ein Stock Petersilie. Der Petersilie überwintert auch im Winter. Man kann ihn quasi, sobald der Schnee weg ist, wieder beernten. Fängt dann im zweiten Jahr zum Blühen. Da hinten im Hintergrund, der blüht jetzt. Sieht man. Und was wir nur reinsetzen, ist ein Koriander. Der hat mir nicht fehlen als Mexikaner. Der hat auch den Vorteil, dass er jetzt im Herbst quasi noch schön wächst, dass man das Grün verwenden kann. Und dann bärt man einfach und dann ist er fertig. Was dann noch herinnen ist, da in dem Hochbeet, das ist zum Beispiel ein Wirsingkohl. Der wächst noch wunderbar schön. Kann man stehen lassen bis in Jänner. Was super ist, ist der Rhabarber. Der ist schon für nächstes Jahr natürlich. Da hinten haben wir noch ein Magikraut, Schnittlauch und verschiedene Kräuter darf man natürlich auch nicht fehlen. Kann man alles noch setzen oder herinnen lassen und bären. Wenn man im Herbst so hoch bepflanzt, ist natürlich auch wichtig, dass man ein bisschen nachdüngt. Es reicht eigentlich, wenn man ein bisschen leichten Kompost reingibt oder eben irgendwie Animalien oder sonst einen natürlichen Dünger. Hornspäne eignen sich nicht mehr so gut, weil die können sich nicht mehr so schnell setzen, dass die es noch düngen. Sie nehmen halt irgendwas schnell verfügbar, dass die Sachen eben dann noch ein bisschen dementsprechend wachsen. Wenn euch das Video gefallen hat, da hat es uns gefreut, wenn ihr es liked und wenn ihr uns einfach Kommentar schreibt, wie es eng in Hochbeet geht, enge Erfahrungen und so. Man braucht immer einen super Austausch, das ist der Vorteil von YouTube, dass es einfach offen, öffentlich ist und wir freuen uns, wenn ihr es da habt.